Bei den dynamischen Verfahren brauchen wir gewissermaßen als Handwerkszeug die Zinsfaktoren, um die sich die statischen Verfahren im Grunde gar nicht kümmern. Wenn die statischen Verfahren was dynamisieren wollen, dann machen sie das höchst ungern und dann kommen sie dann mit so einer Durchschnittsbetrachtung, kommen sie dann um die Ecke. Ja, wir haben gerade gesehen, zu welchen absurden Ergebnissen das bei der Amortisationsrechnung führen kann. Die statischen Verfahren rechnen also nicht mit Zinsfaktoren, die dynamischen schwerpunktmäßig. Das ist deren Selbstbewusstsein. Die sagen, was die Statiker da machen, also die statischen Verfahren da machen, ist ja alles, naja. Grundgedanke der dynamischen Verfahren und damit Grundgedanke der Zinsfaktoren ist also, es wird abgebildet, wann eine Zahlung anfällt. Wann eine Zahlung anfällt, ob sie heute anfällt, ob sie in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren erst anfällt. Das ist nämlich zinsmäßig ein Unterschied und das weiß schon jedes kleine Kind. Ja, jedes kleine Kind, das man fragt, willst du lieber 1.000 Euro jetzt oder 1.000 Euro in drei Jahren? Dann weiß das kleine Kind, dass 1.000 Euro jetzt mehr wert ist. Denn die 1.000 Euro in drei Jahren muss ich dann auf einen Gegenwartswert heute abzinsen und der liegt unter 1.000 Euro. Leuchtet das jedem ein? Ich denke ja. Und noch etwas passiert hier, Achtung, und das fällt nicht so auf. Wir haben gerade einen Dimensionswechsel vollzogen. Bei den statischen Verfahren, mit welchen Größen haben wir da eigentlich gerechnet? Es waren Kosten und es waren Erlöse und dann haben wir das noch ins Verhältnis gesetzt, aber eigentlich an den Größen nichts mehr geändert. Also im Wesentlichen haben wir mit Kosten hier gerechnet bei den statischen Verfahren. Bei den dynamischen Verfahren rechnen wir nicht mit Kosten, sondern mit Zahlungen. Das heißt, der Satz, es wird abgebildet, wann eine Zahlung anfällt, soll auch ausdrücken, dass wir jetzt hier mit Einzahlungen und mit Auszahlungen rechnen. Also bei den dynamischen Verfahren rechnen wir zum Beispiel nicht mit Abschreibungen, denn Abschreibungen sind Kosten, aber keine Zahlungen. Sondern wir rechnen mit der Anschaffungsauszahlung. Ja? Das ist ein wesentlicher Unterschied.